Hallo alle zusammen. Heute gibt's für euch ein Quick and Dirty Video. Und zwar hat mich eine Freundin darauf gebracht, denn die wusste nicht, wie sie ihren Thermomix am besten sauber macht und hat ihn immer komplett auseinandergebaut. Und das mache ich halt nicht. Ein Fauler war noch nie ein Dummer und deshalb zeige ich euch jetzt einfach mal, wie ich meinen Thermomix sauber mache. Ihr seht hier einen ganz normal gebrauchten Thermomix. Ich habe Suppe hier drin gemacht und ich zeige euch jetzt, wie wir den sauber machen. Für all diejenigen, die den TM6 besitzen, die kennen vielleicht die Vorspülen-Funktion. Ne? So, hier wird der Topf etwa auf 40 Grad erhitzt und es wird so ein bisschen gerührt und gespült. Also es dauert so, hier steht jetzt circa 5 Minuten. Das ist ein geschlossenes Programm. Ich schätze mal, das sind 2 Minuten. Aber für alle diejenigen, die den TM5 besitzen oder den TM31, zeige ich euch einfach, wie ich das gute Teil sauber mache, ohne diese Funktion. Hier haben wir ihn nochmal, den dreckigen Spatz. Und zwar füllen wir erstmal den Topf bis zur Max-Markierung mit kaltem Wasser. So, wie ihr seht, na die Blase da, so, ist noch kein Spüli drin, aber das kommt jetzt. Anschließend kommt unser Deckel drauf. Und jetzt schalten wir noch mal kurz aufs Pad. So, wir stellen jetzt den Timer auf 2 Minuten, ne? Und auf 40 Grad. Und hier auf Stufe 5. Und danach geht ihr noch einmal mit 15 Sekunden auf Stufe 7. Und jetzt gehen wir mit unserem Topf zum Waschbecken. So, ihr nehmt jetzt einfach die Spülbürste, entweder natürlich die, die ihr von Thermomix habt oder eine andere, das ist ganz egal. Einfach mal in Uhrzeigersinn, ganz wichtig, sonst beschädigen die Klingen eure Sachen. Also wenn ihr in den Klingen seid, immer in Uhrzeigersinn. So, einmal alles raus. Da seht ihr, es sieht gar nicht mehr so schlimm aus. Die Spülbürste geht zur Seite. Kommt noch einmal, Entschuldigung, noch einmal Wasser dazu. Und noch einmal mit dem Lappen. Und schon, seht ihr, ist das gute Stück sauber. Wir wischen noch einmal nach mit dem Geschirrtuch. Immer schön im Uhrzeigersinn. Schon sind wir mit dem Topf fertig. Dann geht es weiter mit dem Deckel. Den einfach auch unter fließendem Wasser gerade einmal mit der Bürste. Und dann noch einmal mit dem Lappen nachgehen. Einmal den Gummi aus außen und innen sauber machen. Und schon sind wir auch hiermit fertig. Was auch immer dazu gehört und was bei mir auch immer dreckig wird, ist natürlich der Motor. Da gehe ich dann auch einmal noch mit einem Lappen drüber, mit dem feuchten. Hier sammelt sich manchmal so ein bisschen Mehl. So. Hier unten bitte aufpassen, wenn ihr warm gekocht habt, das wird heiß. So, und schon, ja, er schimpft jetzt, gehen wir noch einmal mit einem trockenen Tuch nach. Müsst ihr nicht, mache ich jetzt nur, weil ich ein Video mache, mache ich normalerweise auch nicht. Er meckert halt jetzt da, weil er keinen Topf und keinen Deckel hat. So. Und schon sind wir fertig. Ihr seht, ist ja schon gut. Das ist gar nicht aufwendig. Man ist ruckzuck fertig. Und
Euer Thermomix ist wieder im Reinen. So, ich hoffe, euch hat das Video etwas gebracht. Viel Spaß in der Anwendung und bis zum nächsten Mal. Ciao!